Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part Let's Play Dead Space 3 Awakened, der DLC. Wir sind hier in Episode Kapitel 2, wie auch immer. Achso, wir müssen ja das. Ich habe es vergessen. Und wir sind zurück in Terra Nova, falls du das Wort gesucht hast. Genau, ja. Lange ist es her, als wir das erste Mal hier waren. Anfang vom Hauptspiel halt, ne? Ja. Ladezeit kaschieren. Und uns verdampfen. Vergasen. Hallo? Wenn da draußen jemand noch bei Verstand ist, müssen Sie den Plan zu Ende führen. Wir dachten, der Reaktor dieses Schiffes könnte unseren Shockpoint-Antrieb mit Energie versorgen. Aber Sie brachten ihn in den Kommandoturm der Mittelstation und sperrten mich aus. Wenn Sie es auf die Brücke schaffen, müsste es eine Möglichkeit geben, die Abriegelung abzuschalten. Aber Sie müssen... Nein! Es wird Zeit, Mitglied der Church zu werden, Bruder. Nein! Weg von mir! Aufhören! Ich glaube, es ist noch nicht zu spät. Sie haben einen Shockpoint-Antrieb. Kommen Sie, mal sehen, ob wir die Abriegelung aufheben können. Er hat keine Schmerzen mehr. Aber siehst du auch diese hängenden Leichen da oben? Ja. Ich dachte schon, das bilde ich mir nur ein. Nee, die sind wirklich da. Der Raum hier erinnert mich irgendwie so ein bisschen, ich glaube, an Dark Souls, ja, Dead Space. 1 oder 2? Der Anfang hier? Wenn, würde ich sagen 1, aber... Denn da kommt man auch in ein Schiff rein, das ist ja da noch die Ishimura, ne, auf der man ist. Ja. Da kommt man auch rein, geht nach links, geht eine Treppe hoch, da ist ein Aufzug. Und dann da ist eine Anzugstation und bla. Oh, warte mal. Wir sind 1, 3, können wir nicht, dann geht 2. Oho, wer hätte es gedacht. Dass irgendwas versperrt ist, meine ich. Ja. Eine freie Welt wäre ja auch zu schön in einem Dead Space. Ich frage mich nur, warum hat man die Wahl auszuwählen, wenn es eh nur in 1 oder 2 geht? Damit die Entwickler faul sein können und einfach das Menü reinpacken können. Wow. Der einzige Grund, der mir dazu einfällt. Vielleicht hat irgendjemand anders einen Ansatz dafür. Schreib's in die Kommentare. Irgendjemand redet hier. Das sah hier aber mal anders aus damals. Auf jeden Fall sind die Kerzen neu. Das auch. Stimmt. Na, ja, wo ist das? Komm her. So. Ich hab dir mal die Munition weggenommen. Das war Wolfram. Achso, die Munition, ja, genau. Ja, die Munition hab ich dir weggenommen. Du die? Bist du schon hochgegangen? Nein, ich stehe hinter dir. Ja. Hey, wer ist das? Ich würde sagen, einer davon war der Typ, den wir vorhin gehört haben. Interessant! Textlog. Oh. Jojo. Bist du hacken? Ja, mach ich mal. Gucken, wie das funktioniert. Achso, das ist das wieder. Ja. Ich dachte, es hätte irgendwas mit der Karte da zu tun. Nö. Hack, du Sau. Wäre ja auch wieder zu einfallsreich gewesen, ne? Ja, manchmal muss man selbst Spiele entwickeln. Ebene 3 ist nun offen. Und jetzt? Gehen wir zurück zum Aufzug und fahren damit zur Bahnstation. Echt jetzt? Yay, das war so sinnvoll. Gutes Spieledesign. Wie vermisse ich dich? Tja. Führe uns, Isaac! Stimmen in meinem Kopf. Sie wollen, dass ich sie anführe. Haben Sie sie auch gehört? Was? Nein, habe ich nicht. Hören Sie nicht auf sie. Wir müssen nach Hause. Und wenn die genau das von uns wollen? Oh, Isaac! Wenn Leute Stimmen hören, dann bedeutet das, dass sie durchdrehen. Sie drehen durch, okay? Und jetzt holen wir uns den verdammten Shockpoint-Antrieb.
Sei doch mal einfühlsam. Sei ruhig. Hast du wirklich nichts gehört? Nein. Krass. Ich sehe nur die Monde. Mehr sehe ich nicht. Ja, mir hat tatsächlich jemand gesagt, Isaac, führe uns. Ja, ne. Du kannst trotzdem einfühlsamer sein zu mir. Sei ruhig. Du bist ein Partner. Sei ruhig. Was denn? Sei ruhig. Was mal? Ich trau dir nicht. Du bist doch nur einer von denen. Oh, hey. Hallo. Hallo? Oh, hey, hallo. Lies mir doch mal, was seine letzten Worte waren. Viel zu viel. Ah! Stehst du hier da? Ich nähe mich dem Typen nicht, weil hier hängt auch noch einer davon. Ich hab mich gerade ohne Witz von dir. Hier stehen zwei Kisten aufeinander. Ich hab mich gerade echt erschrocken von dir. Ja. Sind das die Unsterblichen? Nee, oder? Nee. Das sind aber nur Leute, die sich selbst geopfert haben oder geopfert wurden, ich weiß nicht. Also ich würde sagen, das sind schon Necromorphs. Weil die haben Stacheln als Arme. Ich werde nichts sagen, aber. Kann ich schießen auf die? Nun, mein Bruder, wirst auch du einer von uns. Nicht ein wahrer Gläubiger. Nicht! Hehehe. Warum verschwinden die mal wieder? Au. Ist jemand im Verein von uns sichtbar oder so? Nee. Was? Die sind immer für uns beide sichtbar, oder? Ja. Okay. Das wäre auch mal interessant. Es war real. Es muss real gewesen sein, richtig? Drauf geschissen. Wir verschwinden hier. Wo ist der Kommandoturm? Auf der Mittelstation. Wir müssen die Bahn nehmen. Du, ich glaube, ich drehe langsam durch. Ach, das hätte ich gar nicht gedacht. Ja. Aber du bist auch nicht mehr der Fetteste hier. Nee, bin ich. Bin ja der Fetteste. Warte. Aber hey, ne? Kennst du dich da noch? Ja, hier wurden wir von den großen sterblichen Viechern angegriffen. Genau. Oh mein Gott, ich fahr mal, ne? Ich fahr mal, viel Spaß. Wo sollten wir hin? Mittelstation? Conning Tower. Keine Ahnung, wie das im Deutschen heißt. Oh, ich kann sowieso nicht so achten Station. Also, komm, Mittelstation. Sie kommen, meine Brüder, und sie sind hungrig. Ist eure Seele bereit, sie zu nähren? Oder werdet ihr als unwürdig erachtet und ausgemustert? Helft mir, eine neue Kirche zu bauen. Keine aus Stein und Mörtel, sondern aus Fleisch und Blut. Zollen wir Tribut, so glorreich, dass der Himmel ihn bemerken wird. Sie kommen, meine Brüder, und wir werden bereit sein. Ich trau dir nicht. Nächster. Brüder und Schwestern, das Zeitalter der Menschheit. Ich hab dich immer im Blick. Wir sind zu viele geworden. Geh nach vorne, los. Los, geh, du bist Eisen. Die Unternehmen, denen wir einst unser Geld anvertrauten, haben es verprasst. Man kennt's den Arsch. Die Regierungen, denen wir einst unsere Zukunft anvertrauten, haben sie sabotiert. Ihretwegen sterben wir. Aber vielleicht auch nicht. Ja, nee, ich hab echt immer Angst, dass wir auf einmal gleich gegeneinander kämpfen. Starthilfe. Ich geh das mal hier dran. Ja. Mein Bot ist auch gerade zurückgekommen. Wie passend. Ja.
Ach, der Typ labert und labert und labert. Hä? Ich bin wenn das Neue beginnt. Ich bin Jacob Arthur Danik. Und ich was, Obama Danik? Hä? Was, nein. Ich hab gerade, ich bin J. Obama Danik verstanden. Nein. J. Marshall Danik oder irgendwie so. Alter glaub, Knopf. Irgendwie so. Unser Geld anvertrauten, haben es verprasst. Okay. Die Regierungen, denen wir einst unsere Zukunft anvertrauten, haben sie sabotiert. Ihretwegen. Tschüss, kommt gut aus. Ich sehe euch kommen. Keine Angst, alle sind willkommen, Teil unserer Kirche zu werden. Doch welchen Teil werdet ihr geben? Ein Ohr, um die Botschaft zu hören? Eine Zunge, um die Botschaft zu verbreiten? Oder einen Kopf, um ihre göttliche Weisheit zu verstehen? Viel Sport. Hast du mir gerade ins Ohr gestöhnt? Was? Nein. Oh, was? Ich dachte gerade, du hast dich in so ein Vieh verwandelt. Alter! Ich wusste es doch, das ist einer von denen. Alter, mich hat das Vieh gerade erstmal angegriffen. Ich musste eben A smashen. Ich hab's gesehen. Alter. Ich glaube, ich verliere gleich wirklich meinen Verstand. Und zwar im Real Life. Ja. Na dann. Das Schlimmste ist, ich kenne den DLC, aber der ist im Kopf irgendwie schlimmer. Nimm uns dahin, damit wir dich nähern. Nimm unsere Augen, damit wir dich sehen können. Nimm unseren Verstand, damit wir dir dienen können. Das ist echt so oft gebaut, dass man kaum dem Pater noch traut, weißt du? Das heißt, die opfern ihre Hände dafür, dass sie der Kirche beitreten? Ja. Wie auch immer Kirche, was, wie auch immer man das nennen will, der Sekte. Ah! Das war schon irgendwo ein bisschen unmöglich. Gar nichts mehr, nicht mal meine Mutter. Der traue ich schon lange nicht mehr. Komm. Ey! Oh. Hallo? Was hat mich denn gerade gestartet? Ich wurde gerade von irgendjemandem gestarst. Naja, keine Ahnung, vielleicht von mir. Wir können uns nicht gegenseitig starten, das war's. Nee, stimmt. Komm, Mensch. Wah! Hört auf zu schreien, Kinder. Hast du schon wie echte Kinder. Wow. Die Zeit der Auferstehung steht bevor. Haltet euch bereit, wie ihr gefunden werden wollt. Bereiten wir uns vor. Wir tilgen die Sünden aus unserem Körper und erheben unsere Stimme zu ihnen, auf dass wir gefunden werden. Verschwend doch nicht deine Munition. So. Was wollt ihr von uns? Der weicht doch eh noch aus. Hey, das war nicht real. Machen wir das Richtige, Carver? Das Richtige? Lassen Sie sie nicht in Ihren Kopf. Die wollen uns verwirren. Also, im Moment zählt nur, den Shockpoint-Antrieb zu besorgen und dann heimzukehren. Okay? Haben Sie das kapiert? Hast du das verstanden? Also, ich hab gerade gegen einen riesen komischen Typen da gekämpft, irgendwie. Der hat mich gestarrt. Ich weiß, ich hab den gesehen. Der hat mich auch verfolgt. Aber, scheiß drauf, der weicht nur aus. Wenn du es nicht gesehen hast. Wenn du auf ihn schießt, dann flackert er nur zur Seite. Hier, man könnte ihn besiegen. Ja. War suboptimal. Suppenoptimal? Genau. Das war suboptimal. Oh, du hast. Ach nee. Doch mein Bett. Was hab ich? Nee, ich dachte, du hättest zwei Bots platziert. Deswegen. Hey, der zweite Text läuft von dem Kapitel. Forschungsparty in Z an der Bank verfügbar. Yay. Ups. Oder auch der letzte. Und war das schon der dritte? Stimmt, der andere lag vor dem Typen. Stimmt, Momento. Ja. Gut.
Dann mal weiter im Text. Hey, Speicherpunkt. Sagt wer? Sag ich. Und wer sagt, dass du das sagst? Das Spiel. Krass. Oh, schon wieder der Typ. Na dann. Ich will nach Hause und ein Eis. Erdbeer. Hey, guck mal, da ist eine Kamera. Da ist eine Kamera. Big Brother is watching you. Unkaputtbare Kamera. Und sie zielt auf die 8. Ist eine 8? Nee, das ist ein Marker, oder? Sieht aus wie eine 8. Aber Marker sehen auch aus wie eine 8. Das ist ein Marker. 8 Marker? Vielleicht sind wir hier etwas auf der Fährte. Die Illuminaten haben was damit zu tun. 8. 8 minus 5 ist 3. Half-Life 3 confirmed. Oh mein Gott. Oh Gott. Ich will nach Hause. Und Snickers essen. 3 minus 3 macht 0. Oh mein Gott, Illuminati. Tja, genau. Welches Zauberwerk ist da? Nur. Was? Okay, das war nur dein Schatten. Ich hab deinen Schatten gerade vom Necrom aufgehalten. Keine Sorge. Wunderbar, die Verrücktheit und die Hallos, die. Tja. Die wandern also jetzt auch zu dir? Ja, irgendwie schon. Und ich meine sogar im Real Life und nicht irgendwie, ne? Warum hatten wir jetzt gerade dieses komische rote Flackern im Bild? Ich hab also nichts gesehen, ich hab mich gerade gedreht. Oben stand einer. Also wieder der, gegen den gerade kämpfen. Ja, okay. Na dann. So, irgendwas? Oh, warte mal. Dann lassen wir Platine. Station. Wir müssen da nicht runter, ne? Das heißt, wir gehen da erst runter, hab ich gehört. Würde ich auch sagen. Dann go, go, go. Oh, die Platine. Go, go, Power Rangers. Bah. Nein. Oh Gott, warum ist denn... Ich bin ja schon weg. Nee, dein Inventar ist voll, das meine ich. Egal, ja, ich habe es... Ich habe es 4x20 Munition weggeschmissen. Hier ist doch eh eine Bank. No, egal. Ich habe 4x20 Munition weggeschmissen. Platin-Sets freigeschaltet. Oh, stimmt. Platin-Set immer noch, aber... Ja. So, Leute, das machen wir offscreen. Bis gleich. Viel Zeit haben wir nicht mehr und dann ist er... Soll ich gerade sagen, der DLC fertig? Nein, der Part ist fertig. DLC war schon auch bald. Achso, hier hinten ging es ja nicht weiter, ne? Stimmt ja. Genau, wir müssen hoch. Hier war ja nichts. Okay. Dann war also nur die Bank. Nur die Bank und die Sparkasse. Ja, okay, ich bin nicht bei der Sparkasse. Da bin ich nicht mehr. Oh, ich nehme mal meine ganze Munition wieder mit. Das war doch Partner, warum? Muss ich das? Du bist gerade bei mir gerade durch einen Fahrzug? Fahrstuhl. Fahrzug? Ja, du bist mir durch einen Fahrzug gefallen. Schadensboost. Kann ich. Warum bin ich wieder voll? Ich war gerade bei der Bank. Hättest du vielleicht mal was in Dings reinpacken sollen? In die Bank. In the Bench, in the Bank, in the Bank. In die Sparkasse. Genau. So. Ich will den. Ich will nichts aus Versehen triggern. Wieso? Keine Ahnung, damit du. Oh, guck mal, da liegt der Codex. Oder so. Ah! Oder auch nicht. Oh Gott, was jetzt wieder? Du bist schon wieder in deiner eigenen kleinen Welt, oder? Ja. Oh ja, nein. Okay. Ich kann den nicht be. Der ist doch besiegbar! Was soll das? Hab ich dir vorhin schon gesagt, dass das ist. Du bist doch verfolgen! Renn einfach, denn ich muss hier gegen Typen kämpfen. Wow. Ich habe einen großen, der mich verfolgt. Einen Beil. Und dann viele kleine, die mich auch hier stressen wollen. Ja, die kleinen stressen mich hier auch gerade. Der Marker. Keine Sorge. Er glüht. Da bist du nicht alleine. Und zum Glück habe ich mir gerade Medikits mitgenommen, denn das wäre gerade ziemlich scheiße gewesen. Ich glaube, du musst nur warten, bis ich alles gefüllt habe oder so. Oh, nein! Wir wollen, dass der Marker glüht. Ah. Dann beeil dich. Ich halte nicht mehr lange durch.
Ich auch nicht. So. Ja, und jetzt? Wenn du Heilung brauchst, sag Bescheid. Ich hab Medikits. Hör auf mich so starrst, du Schwuchtel! Stirb! Was? Wieso bist du gestorben? Weil ich keine Medikits benutzen konnte. Okay. Lul? Wie gesagt, bei mir kommen auch unendlich viele Gegner, ne? Ja, ich musste hier irgendwie den Marker zerstören. Der nur selten blüht. Habe ich wirklich 9 Medikits benutzt? Nie im Leben. Lass mal kurz Bruder Max. Achso, naja, zurück muss einen Aufzug benutzen. Okay, egal. Hu. 3, 2, 1. Und tschüss, ich bin vorne. Ich bin schon die ganze Zeit am Kämpfen. Ah, wirklich jetzt? Scheiß Viecher sind auch so schlimm zu treffen. Und die sterben auch total random. Oh, ich komm hier nicht raus! Oh, lass mich raus! Die Sau! Mach mich so starsen, ey! Ich kenne ihn natürlich nicht starsen, klar. Ja, der ist immun gegen alles. Der Marker. Ist mir vorhin auch schon aufgefallen. Er glüht. Ich sehe gerade hier irgendwas leuchten bei dir. Das ist aber wahrscheinlich der Marker, auf den ich gerade geballert habe. Zeigen Sie uns den Weg sein, zu mir, ja. Der Isaac. Jetzt kommen bei mir keine Viecher mehr. What? Ich glaube, ich zerstört die Marker. Oh, wow. Wirklich. Das ist eben so lang. Genau, ich habe es eben alles draufgerauscht, was ging. Jetzt, wo ich wusste, was ich zu tun habe. Oh, das ist nicht der Codex, das ist der Shock Drive. Okay, das macht Sinn. Das ist also unser Antrieb. Gehen wir. Wir gehen nicht zurück. Doch, das werden wir. Wenn einer von uns zurückkehrt, werden sie folgen. Wir müssen den Shockpoint-Antrieb zerstören. Ganz sicher nicht. Wir gehen jetzt zum Reaktor, damit wir dieses Ding installieren können. Wir bringen ihn zum Reaktor, ja? Und dann werfen wir ihn rein und zerstören dieses Schiff. Niemand fliegt zur Erde, Carver. Niemand! Ach ja, das werden wir noch sehen. Carver, ich dachte, wir sind auf derselben Seite? Ich hab dir gesagt, ich trau dir nicht. Wir sind nicht auf derselben Seite. Auf so einen Scheiß zu denken. MK2 Damage Support schon wieder. Achso, stimmt. Ja, wir sind ja gerade verreckt. Richtig. Oder du zumindest, du bist gestorben. Genau, wir sind gestorben. Du! Richtig gesagt, wir sind gestorben. Du! Ich bin nur gestorben, weil du so ewig gebraucht hast. Ist klar. Ist klar. Ich hatte 9 Medikits verbraucht, jetzt habe ich 1 gebraucht. Naja, Kapitel 3 machen wir im nächsten Part. Vielen Dank, bis dann. Tschüss.